willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das angekündigte Snapchat Q&A und ich habe euch vor ein, zwei Stunden auf Snapchat gefragt, was so eure verrücktesten und coolsten und interessantesten Fragen an mich sind. Ich werde jetzt einfach mit euch zusammen mal hier die ganzen Snaps öffnen und eure Fragen beantworten. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. Ich öffne jetzt einfach mal willkürlich hier irgendein Snap. Würdest du nie ein Snap auf dem Klo drehen? Ich glaube nicht, weil ich würde nicht mal irgendwie ein Foto auf dem Klo machen. Ich glaube, das ist einfach so ein Ort, da sollte man für sich bleiben. Meine Frage ist, in welche Klasse gehst du und was willst du später mal machen, also als Beruf? Ich gehe in die 11. Klasse. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich später machen will. Ich werde entweder irgendwie, glaube ich, was mit Medien machen, vielleicht auch so ein bisschen mit Management. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall interessiert mich so diese Medienrichtung. Mich würde interessieren, ob du schon mal jemanden Liebesbriefe geschrieben hast und wenn ja, an wen? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwann einen kleinen Liebesbrief geschrieben. Ich meine, dafür braucht man sich auch überhaupt nicht schämen. Das ist irgendwie, das gehört dazu, finde ich. Und ich habe damals immer einen Liebesbrief, sage ich jetzt mal, an meinen damaligen Schwab in der Grundschule geschrieben. Das war irgendwie in der 3. Klasse oder so. Und das war aber kein richtiger Liebesbrief. Das war nur so, willst du mit mir gehen? Ja, nein. Also das richtig typische. Ja, hallo Maggie. Ich wollte dich fragen, was du tun würdest, wenn du nur noch 5 Minuten zu leben hättest. Oh Gott, keine Ahnung, was ich dann tun würde. Wahrscheinlich würde ich meine ganzen Freunde anrufen oder irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner Familie auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit verbringen, sage ich jetzt mal, meinen Freund anrufen und dann noch die letzten Minuten so mit meiner Familie verbringen, obwohl das schon echt gruselig wäre. Was ist deine Lieblingsfarbe? Okay, also meine Lieblingsfarbe ist wahrscheinlich Türkis, also so Türkis, hellblau, so diese Farben und ich mag natürlich auch Pink und Rosa ganz gerne, ne? Wann hast du dich angefangen zu schminken? Ich glaube, ich habe halt ganz am Anfang so ein bisschen so Mascara, sag ich jetzt mal, glaube ich, gemacht. Das war so das Einzige, was ich gemacht habe. Ich glaube, das war vielleicht so mit 12, aber erst so richtig angefangen, mich zu schminken, habe ich, glaube ich, auch erst so mit 14 oder so. Also ich weiß nicht, ich hatte auch mal so eine richtig krasse Schminkphase, wo ich meine Augen so richtig schwarz geschminkt habe. Das sah super scheiße aus, aber zum Glück ist das vorbei. Ich wollte fragen, was ist das peinlichste, Kennt ihr das, wenn ihr denkt, Lehrer sind nicht da und ihr redet so lauter als über die und dann sind die so um die Ecke? Ja, das ist mir schon mal passiert, das war nicht so schön. Könntest du Twitter verzichten oder auf Instagram? Ich glaube, ich könnte eher einen Monat lang auf Twitter verzichten, da ich irgendwie bei Twitter, ich will immer irgendwas Lustiges twittern, aber mir fällt immer nicht so viel ein, was ich twittern kann. Und ich liebe Instagram, deshalb wäre es wahrscheinlich Twitter. Wie lange bleibst du eigentlich auf den Bahamas und drehst du da dann auch ein Follow-Me-Around? Also, ich habe vor, Follow-Me-Rounds zu drehen. Also, ich habe mir jetzt ja auch eine GoPro geholt. Wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr meine Snapchat-Stories guckt. Und ich bin schon super gespannt, ob mir das so gut gelingt, weil ich ja eigentlich das sonst nie gemacht habe. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, so ein paar interessante Sachen für euch aufzunehmen. Und ich bleibe da ungefähr 6-7 Tage. Was war dein Lieblingsessen, als du klein warst? Ich glaube, mein Lieblingsessen war immer Spaghetti. Weil ich habe eigentlich immer gerne Spaghetti gegessen und ich esse immer noch gerne Spaghetti. Hab ich. Hast du auch Kuscheltiere? Und wenn ja, kuschelst du auch mit dem? Dich zurück und ich habe jetzt irgendwie keine Kuscheltiere mehr so in meinem Bett, aber ich glaube, ich habe noch so ein paar Kuscheltiere, die ich einfach irgendwie wahrscheinlich nicht aussortieren könnte. Zu drei Türen, Glück, Liebe, Geld. In welche würdest du gehen? Ich glaube, ich würde in die Tür für Glück gehen, weil ich glaube, wenn ich Glück habe, habe ich auch Liebe und Geld. Maggie, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären sie? Ich glaube, als allererstes würde ich mir wünschen, dass meine Familie und ich und meine ganzen Freunde und meine Lieben niemals krank werden würden, also ernsthaft krank werden würden. Und dann würde ich mir wahrscheinlich irgendeinen richtig coolen Wunsch erfüllen, weiß ich nicht so genau was gerade. Und für den dritten Wunsch würde ich mir einfach unendlich viele Wünsche wünschen. Ich glaube, das würde jeder machen, aber... Ich wollte fragen, ob du mit deiner Zunge deine Nase berühren kannst. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich weiß schon, dass ich es nicht kann, also werde ich es jetzt auch nicht machen. Ich wollte fragen, ob du vielleicht mal Vlogs drehen kannst, also so Weekly-Vlogs oder nur so in einem Tag. Ich habe mir jetzt meine GoPro zugelegt und ich überlege auch, ob ich öfter dann vlogge. Ich glaube, ich mache das davon abhängig, wie gut die Vlogs in meinem Urlaub ankommen und wie mir das Spaß macht zu vloggen. Und dann mal sehen, vielleicht seht ihr dann öfters mal ein paar Vlogs von mir. Könntest du dir vorstellen, später mal auszuwandern? Und wenn ja, wohin? Ich glaube eher nicht so, weil ich habe ja schon mal ein paar Jahre in Amerika gelebt.
Und ich bin eigentlich relativ zufrieden hier in Deutschland und außerdem habe ich hier halt meine Freunde und meine Familie. Also ich glaube, ich würde eher nicht auswandern und wenn, dann wahrscheinlich zurück in die USA. Ich bin wirklich ein totaler Fan von deinen Videos und ich wollte fragen, ob du schon mal aus dem Bett gefallen bist, als du geschlafen hast. Nein, das will ich tatsächlich noch nicht. Was ist dein Lieblingslippenstift? Das wird, also, wäre sehr schön, wenn du sagen würdest, oh, ich habe keinen Grund, ja. Also, ich glaube, mein Lieblingslippenstift ist einer, den ich noch jetzt gar nicht so lange habe. Den trage ich auch gerade auf den Lippen. Ich weiß nicht, ob der noch so komplett drauf ist. Aber das ist der Angel von MAC, weil ich finde, den kann man einfach zu allem tragen. Würdest du dir lieber eine Glatze schneiden lassen oder deine Haare in blau färben? Ich würde meine Haare definitiv eher blau färben, weil eine Glatze, oh Gott, so liebe ich meine Haare viel zu sehr. So, gebt diesem Video unbedingt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sicher Snapchat Q&As wollt. Ich fand es eigentlich mega cool. Unter mir findet ihr jetzt meine Social Media Kanäle wie Instagram, Twitter und Snapchat natürlich. Und über mir mein letztes Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!